Hallo liebe Stillhalter und Investoren. Es gibt wieder große News und zwar politischer Art und Weise. Und weil das ein Thema ist, das sehr, sehr speziell ist von der steuerlichen Thematik, haben wir uns dazu einen Experten eingeladen. Und ich darf heute wieder mal den Fabian Meinecke herzlich begrüßen, der uns zu diesem Thema fachlich fundiert etwas Nachhilfe gibt. Hallo Fabian, ich hoffe, es geht dir gut soweit. Hi Max, grüß dich. Freut mich wieder dabei zu sein. Genau. Ich hole noch mal kurz ab für diejenigen, die nicht genau wissen, worum es geht. Das wird jetzt kein großer Aufschrei sein, aber es gab vor einigen Jahren gab es eine neue steuerliche Regelung, die vor allem uns Trader betrifft, die vor allem viele Future, CFD und aber auch Optionshändler betrifft. Und zwar ist es die sogenannte eingeschränkte Verlustverrechnung. Das heißt, während der Staat oder das Finanzamt dann letztendlich unsere Jahresgewinne zu voller Höhe ansetzt, werden Verluste nur noch eingeschränkt verrechnet. Das heißt, nur noch bis zu einem maximalen Betrag, der war ja ursprünglich mal nur auf 10.000 Euro angesetzt, der wurde ja dann zum Glück in Anführungszeichen erhöht auf 20.000 Euro und nur diese Verluste können angerechnet werden. Und das krasse Beispiel ist zum Beispiel, ich habe 1 Million Gewinn im Jahr erzielt und ich habe auch 1 Million Verlust im Jahr erzielt, ne? Was ja zum Beispiel bei einem Daytrader im DAX oder im Eurostoxx schnell passieren kann. Der macht viele Gewinntrades, viele Verlusttrades und der hat jetzt in diesem Jahr 0 Euro effektiv verdient, darf aber von diesem Verlustbetrag von 1 Million tatsächlich nur 20.000 Euro geltend machen. Sprich, er muss am Ende des Jahres, obwohl er effektiv nichts verdient hat, auf 980.000 Euro Steuern bezahlen. So, und das war natürlich ein Thema, das hat die Traderwelt und Fabian, dich auch die letzten Jahre natürlich stark beschäftigt. Und jetzt gibt es dazu Neuigkeiten und da würde ich gerne das Wort an dich übergeben, dass du uns da einfach mal auf den aktuellen Stand abholst und dann würde ich auch noch einige Fragen, die wir aus der Community dazu bekommen haben, dazu gern einbringen. Ja, sehr gerne. Also zumal, wenn es solche positiven News sind, wie sie uns jetzt erreicht haben. Und ich habe festgestellt, es wird dir ähnlich gegangen sein. Gute Nachrichten verbreiten sich immer sehr schnell. Also das war, glaube ich, auf einer Nachrichtenplattform irgendwie 10 Minuten online und ich hatte irgendwie gefühlt 10 WhatsApp und hast du gesehen und guck mal da und so weiter. Mittlerweile ist es auch ein bisschen breiter geworden, sozusagen die Resonanz. Was bedeutet das, wo wir ja auch heute zusprechen wollen? Und wo vielleicht auch gar nicht so viele mit gerechnet haben, dass jetzt man gewissermaßen im Voraus allen Gehorsam im Jahressteuergesetz 2024, nämlich diese Regelung 20 Absatz 6 Satz 5, die diesen eben von dir ja treffend beschriebenen Effekt, im verfassungswidrigen Effekt zur Folge hat, dann aufhebt. Und zwar rückwirkend, so wie es jetzt vorgesehen ist im Jahressteuergesetz 2024. Das also, es ist also einfach, es gibt jedes Jahr ein Jahressteuergesetz, wie es der Name auch schon sagt, wo teilweise einfach sozusagen kosmetischer Anpassungsbedarf aufgrund von Rechtsprechung, auch Bereinigung teilweise von bestimmten Sachverhalten da vorgenommen wird. Und da ist jetzt auch relativ kurzfristig auf Empfehlung des Finanzausschusses diese Regelung noch dann eingebracht worden in die Bundestagsberatung dann vom 18.10.2024, wo der Bundestag gesagt hat, wir sind dabei, ja, das wird so angenommen, diese Empfehlung und der 20 Absatz 6 Satz 5 und auch der Satz 6, was etwas weniger Beachtung gefunden hat, das ist sozusagen diese Regelung zu Ausfallforderungen, also dass eben uneinbringliche Kapitalforderungen auch nur bis zu dieser Grenze von 20.000 Euro angerechnet werden können. Das soll also auch wegfallen. Und jetzt reißen viele die Arme in die Luft, ne, und sagen, juhu, darauf haben wir gewartet, das ist toll, das ist prima, dass das so kommt. Man sich dieser Empfehlung auch gebeugt hat und jetzt dürfen wir auf die Bundesratssitzung vom 22. November 2024 warten, in der dann der Bundesrat sein Platz dazu gibt, ne? Oder eben nicht. Und das ist natürlich einfach dann nochmal so ein Datum, was wir alle beobachten werden, alle Trader. Geht das gut oder nicht? Was kann noch passieren? Wird vielleicht, da sind ja in diesem Jahressteuergesetz einfach auch eine Vielzahl von kleinteiligen Regelungen, also umsatzsteuerlich, ertragsteuerlich, also
im Detail enthalten. Und das kann in diesen Beratungen dann natürlich dazu führen, dass es auch nochmal in den Vermittlungsausschuss kommt, beispielsweise, ja, wo sich das ganze Prozedere dann noch nach hinten verlagert. Das ist schwer abzusehen. Aber ich gehe erstmal vom Guten aus, dass diese Regelung dann auch so angenommen wird. Ich habe es nicht im Einzelnen im Kopf und auch nicht sozusagen in der Recherche herausfinden können, wer sozusagen jetzt auch dafür gestimmt hat, wie dieser Weg auch entstanden ist. Da hätte man nur zu gerne Mäuschen gespielt, ne? Also warum hat man das jetzt so gemacht? Das wollen wir alle gerne wissen. Auch weil der Schaden da ist. Also wir können uns darüber freuen, aber der Schaden ist da. In vielen Fällen, also sozusagen der fromme Wunsch dieser Regelung war ja irgendwie, dass man gesagt hat, naja, wir wollen, also da gibt es irgendwie Menschen, die irgendwie in der Sonne liegen und Geld verdienen, so diese falsche, aber irgendwie in den Köpfen bestehende Vorstellung, das funktioniert irgendwie von selber, ja, und da will man etwas daran ändern, das auch erschweren, erklärtermaßen, und dann diese, auch falsch, aber diese Annahme, dass sozusagen man im Trader durch diesen Kapitalertragssteuersatz begünstigt werden gegenüber dem persönlichen Einkommensteuersatz. Und sie sagen, das ist ja, dem geht es ja ganz, ganz, ganz super. Und deswegen darf man das auch irgendwie machen. Was natürlich falsch ist, also ich habe es in meiner Praxis einfach hautnah sozusagen dadurch erlebt, dass viele Mandanten, Menschen, die zu mir kommen, was sind das, was für Lebenssituationen das sind, ne? Das sind also eben gerade nicht die Leute, die mit wirklich sehr hohen Vermögen, die gibt es auch, die auch traden, ne? Das kennen wir auch. Aber das sind Menschen, die dann eher auch beraten sind, die schon natürlich auch da steuerlich aufgestellt sind, die auch eine gewisse, sowas, was man so Asset Allocation nennt, ja, die sozusagen ihre Güter auch verteilt haben und dann davon gerade nicht betroffen sind. Und da sind eher eben kleine Trader von betroffen, ja, Leute, die vielleicht irgendwie Schicht arbeiten und dann traden und das vielleicht auch nicht wissen und dann um ihr Erspartes gebracht werden, ne, um ihr Erspartes gebracht werden. Und dieser Hardcore-Fall, den ich beim letzten Mal genannt habe, der hat mir dann wirklich auch sozusagen, das fand ich ganz furchtbar, diese Lebenssituation, dass man sagt, dann bekomme ich noch nicht mal Elterngeld. Also sozusagen, das Geld ist weg. Was hat das zur Folge? Man verschuldet sich, man arbeitet dann irgendwie nur noch dafür, irgendwie seine Schulden zu bedienen. Ja, und dann kriegt man noch nicht mal Elterngeld. Das ist natürlich hardcore, und da kann man sich auch wirklich reinversetzen, wie extrem das dann für Menschen ist. Und das sind die, die man getroffen hat. Ne? Die hat das erwischt. Ja, nicht die, von denen man meint, irgendwie ne, gigantische Vermögen und so weiter. Und deswegen war das von Anfang an falsch, diese Regelung einzuführen. Und ich bin froh, dass das, wenn es weggeht, dass es jetzt dann aufgehoben wird. Aber auch wenn man muss ja auch mal, wenn man mal Mäuschen spielt oder sozusagen hinter die Kulissen guckt, dass ja auch alle möglichen Broker, Institute durch so eine Regelung gezwungen sind, ihre Systeme massiv anzupassen. Da sagt man, wir machen das einfach mal, ja, und dann geht da eine Maschinerie los, dass man ja für massenhaft Menschen sozusagen IT-Systeme anpassen muss, ne, Systematiken verändern muss und so weiter und so fort. Und das macht man dann mal, das ist dann irgendwie doch irgendwie blöd. Der Bundesfinanshof sagt dann, ne, wie es ja passiert ist, also verfassungswidrig, was man von Anfang an wirklich klar hätte wissen können und müssen. Und dann auch eine Rolle rückwärts. So. Und jetzt dürfte er das alles wieder abwickeln. Ja. Und dieser Schaden bleibt, der natürlich auch extrem hoch ist, eigentlich am Ende für die Broker. Die Frage, die dann auch an mich manchmal herangetragen wird, ist, sozusagen, kann man da jetzt irgendwie klagen, Schadensersatz bekommen oder sowas, auch in Einzelfällen? Und es ist nun mal so, dass im Wesentlichen alle Beteiligten, die mit diesen Sachen was zu tun hatten, die haben auf Grundlage von der geltenden Rechtslage entschieden. Ne? Wen will man da sozusagen in Anspruch nehmen? Ja, wenn man sagt, ich führe hier die Gesetze aus, wie sie auch für mich sich ergeben. Und deswegen ist das sehr, sehr schwierig. Ja. Genau, vielen Dank schon mal dafür. Ich
möchte auch dazu nochmal anknüpfen. Es ist ja auch wirklich absurd. Du hast dich ja, zum Beispiel kannst du dich ja mit Long-Optionen sehr gut auf potenzielle Marktfälle, also Marktcrashes letztendlich absichern. Und wir haben jetzt aber auch alle gesehen, seit das Gesetz eingeführt worden ist, ist der Markt halt auch nur in eine Richtung nach oben gelaufen. Sprich, diese ganzen Hedges sind natürlich wertlos verfallen, was ja erstmal okay ist, das ist Teil des Spiels, aber kann natürlich dann auch dazu führen, dass ich dann eben doppelt bezahle, wenn ich dann eben über diesen 20.000er-Topf hinauskomme. Und das ist ja eben eigentlich auch die Absicht. Ich möchte meine Assets schützen, die vielleicht mich auch ein Stück weit, ja, letztendlich auch den Staat entlasten, weil ich vielleicht, wenn ich ein gutes Portfolio habe, nicht auf Sozialsysteme oder whatever angewiesen bin. Und ich weiß noch, damals war die Argumentation, ich hatte damals auch mit dem, der, ich glaube, eigentliche Drahtzieher in dem Ganzen war ja ein Heidelberger, der Herr Lothar Binding, der ja mittlerweile im Ruhestand ist. Und mit dem hatte ich auch zweimal E-Mail-Kontakt, der hat mir jetzt sogar geantwortet. Und er hat mir damals gesagt, nee, es kann ja nicht sein, dass die Allgemeinheit die Verluste der Trader tragen muss. Und deswegen haben wir diese Regelung gemacht. Also wirklich an den Haaren herbeigezogen, aber ja, am Ende ist es eben, wie du auch gesagt hast, es war eben dann ein Gesetz. Ich weiß noch, damals haben wir das auch genau, ich wusste gar nicht, wie diese Gesetzgebung genau erfolgt. Ne? Und dann haben wir im Bundesrat dann eben auch geguckt, was ja jetzt wieder ansteht. Okay, ist es jetzt schon abgenickt, haben alle einfach nur die Hand gehoben, wie es ja jetzt hoffentlich auch zu erwarten ist. Und damals haben eben auch alle die Hand gehoben. Und deswegen bin ich jetzt wirklich gespannt, wie es passiert. Ich hätte dazu noch eine Folgefrage. Wie ist es jetzt dein, du hast ja erwähnt, dass es in deiner Einschätzung auch rückwirkend quasi dann entfällt dieses Gesetz. Also was ist jetzt, wenn jetzt jemand im Jahr 2022 hat jetzt hier so einen Fall und musste dann eigentlich, sagen wir mal, einen Betrag von 200.000 Euro Finanzamtsschuld bezahlen, die real eigentlich null gewesen wären. Was passiert dann damit? Weil aus meiner Sicht werden ja diese Steuerbescheide, sind ja eigentlich alle erledigt, abgehakt. Werden die dann nochmal angefasst? Muss dann derjenige zu seinem Finanzamt nochmal laufen? Oder wie würde denn das in der Praxis dann ablaufen? Also das ist dann vor allem eine verfahrensrechtliche Frage, eine gute Frage. Also es gibt diese rückwirkende Änderung jetzt bis 2021. Das war ja der erste Veranlagungszeitraum, für den diese Regelung anzuwenden war. Das heißt, alle Steuerbescheide, die jetzt eben dann aus der Rückschau sozusagen falsch sind, das Gesetz ist rückwirkend dann geändert und das muss dann auch wieder angepasst werden. Es gibt aber Regelungen zur Änderung von Steuerbescheiden, die dazu führen können, dass Steuerbescheide in Bestandskraft erwachsen und dann nicht mehr änderbar sind. Das ist der Worst Case, den ich auch schon erlebt habe. Ja? Das ist sozusagen, das sagt man, die Rechtssicherheit hat Vorrang, genießt Vorrang, dass man sagt, dieser Fall ist dann eben abgeschlossen und dann kommt man da nicht mehr ran. Auch nicht bei Änderung der Rechtslage oder auch bei Verfassungswidrigkeit zum Beispiel. Es gibt da noch ganz, ganz enge Voraussetzungen, unter denen man das trotzdem noch erreichen kann, dass es eine Aufhebung dann und Änderung dann gibt, aber das ist wirklich der absolute Ausnahmefall. Und wenn man jetzt aber sozusagen das, was die allermeisten gemacht haben, es ist auch vielleicht, wenn es wenige oder einen einzigen positiven Nebeneffekt gibt von dieser unsäglichen Regelung, 20 Absatz 6 Satz 5, dann ist, dass sich viele Menschen mit dem Steuerrecht beschäftigt haben und mit Gesetzgebungsprozessen. Ja. Also ich habe auch hier Menschen, die mich angerufen haben, die in einer Tiefe schon in dieser Thematik waren, ja, die also über Verkündung vom Gesetz da und sich damit also wirklich so befasst, weil einfach das einfach so eine große Reibung erzeugt hat. Das war manchmal wirklich erstaunlich. Ansonsten ist es aber so, wenn man im Einspruchsverfahren ist oder im ADV-Verfahren, also es ist ein Steuerbescheid da, ich habe einen Einspruch, ich habe geklagt oder sonstiges, dann ist der Bescheid noch offen. Ja. Der Bescheid kann auch vorläufig ergangen sein. Das ist sozusagen, da wird dann schon vom Finanzamt gesagt, wir wissen noch nicht genau. Das kommt immer mal wieder vor, weil es eben Zweifelsfragen gibt. Das ist vorläufig mit Blick darauf. Und dann wird auch bei Bestandskraft im Übrigen dann der Steuerbescheid ist dann noch änderbar. Ja, das gibt es auch. Das heißt, alle, die jetzt hier davon betroffen sind, die kriegen dann Änderungsbescheide. Dafür muss man auch nichts machen, ja, sondern man kann das natürlich zusätzlich beantragen oder sowas, aber eigentlich kommt man, wenn dann dieses Gesetz, das Jahressteuergesetz 2024, beschlossen und verkündet ist, dann
kriegt man Änderungsbescheid und da wird das dann angepasst. Ja, das betrifft dann auch übrigens den Elterngeldfall, also dass dann einfach die Kapitalerträge viel zu hoch angesetzt sind und das fällt dann sozusagen wieder runter. Und dann könnte man hingehen und sagen, hier, liebe Elterngeldstelle, guck mal, so viel habe ich nicht. Ja. Verstehe. Und es würde ja wahrscheinlich, weil wir haben auch eine Frage dazu bekommen, das betrifft ja auch zum Beispiel, wenn ich jetzt in der freiwillig gesetzlichen Krankenversicherung bin, ne, dann richten sich ja auch meine Beiträge letztendlich nach dem nach meinen Gesamteinkünften. Ich weiß noch, ich habe das damals selber, da gab es noch diese Regelung gar nicht und dann kam die Krankenkasse auch und hat gesagt, nee, nee, wir erkennen nur die Gewinne an, die Verluste, das ist ein anderer Topf, das interessiert uns nicht. Und auf einmal war ich natürlich, wo ich das alles versucht habe, schön zu steuern, war ich natürlich auf einmal ganz, ganz hoch eingestuft. Das konnte damals korrigiert werden, tatsächlich mit zwei E-Mails, aber so einen Fall würde das ja dann auch betreffen. Das heißt, ich würde jetzt mal vermuten, auch hier würde das dann, wenn das auf Basis eines, ich nenne es jetzt mal falschen Bescheides, vorausgesetzt, es läuft jetzt alles durch, ergangen ist, dass man dann auch hier wahrscheinlich wieder rückwirkend an die Krankenkasse treten kann und sagen, hier hat sich geändert, bitte nochmal nachkalkulieren, oder? Richtig, das ist also grundsätzlich, also dass die richtige Rechtslage hergestellt wird, das ist zwingend jetzt auf Grundlage dieser Regelung. Die Frage ist eben, ob es formelle Hindernisse gibt, die eben diese Bestandskraft von Bescheiden sein können, weil es bei allen verwaltungsrechtlichen Fragen so ist, wenn man nicht dagegen vorgegangen ist, ne, gesagt hat, ja gut, das wird schon irgendwie so stimmen, am Ende wird es vielleicht irgendwie geändert. Das ist nicht der Fall, sondern man muss schon dafür gesorgt haben, dass man Bescheide hat. Also das, ich will es nicht zu kompliziert machen. Ich sage nur, es gibt sozusagen, man muss darauf gucken, ob es noch eine Änderbarkeit gibt. Das ist jedenfalls dann der Fall, wenn man im Einspruchsverfahren ist, wenn man im Klageverfahren ist, wenn es ein Vorläufigkeitsvermerk gibt. Ja, und dann ist es genauso, wie du eben gesagt hast, dass dann eine Aufhebung und Änderung dieser Festsetzung dann erfolgt. Okay. Das sind ja erstmal alles gute News. Du hast da sicherlich auch eine Einschätzung dazu, wie es jetzt letztendlich auch dazu gekommen ist. Also wir hatten ja auch, oder haben wir ja auch in vergangenen Videos schon besprochen, es gab ja vom BMF hier das Urteil und auch von einzelnen Landesgerichten, die es ja teilweise auch unterschiedlich gesehen haben. Und ich weiß noch, ich hatte auch mal mit dem einen Staatssekretär der FDP, mit dem Herrn Tonka, geschrieben und dann, da kamen auch immer nur sehr, sehr spärliche Antworten. Und in der ursprünglichen, die FDP ist ja damals auch mit diesem Thema angetreten. Und ich weiß noch, in den ersten Sitzungen ist das Thema dann aber auch von der Agenda gefallen. Jetzt ist es ja auch auf einmal relativ ad hoc wieder hier reingerutscht. Was denkst du, ist da die Motivation gewesen, das jetzt doch noch tatsächlich zu machen? Ist es vielleicht auch gewissermaßen die Angst gewesen, dass durch diese ersten Urteile, die es jetzt quasi in einzelnen Instanzen gegeben hat, dass man dann vom Verfassungsgericht dann letztendlich einkassiert wird und man wollte das jetzt schon noch, ja, quasi halbwegs glatt bügeln oder was ist da deine Einschätzung dazu, ohne dass wir es wahrscheinlich genau wissen werden? Du sagst es, das ist natürlich auch jetzt von mir spekulativ. Ja, ich wüsste es sehr gerne im Detail, weiß es aber nicht. Und was aber auch kein Geheimnis ist, dass bei solchen Verfahren auch Taktik und Kalkül keine ganz geringe Rolle spielen. Und dass es jetzt im Zuge eigentlich einer sehr kurzfristigen zusätzlichen Empfehlung durch den Finanzausschuss dann eingebracht worden ist. Also es gab ja schon, soweit ich das im Kopf habe, vom im Jahressteuergesetz gab es in diesem Jahr zwei Jahressteuergesetze. Sind unterschiedliche Entwürfe, wo dann schon auch im Sommer diesen Jahres gesagt worden ist, das ist nicht mit einem Jahressteuergesetz getan, sondern legen wir nochmal nach, weil es einfach zusätzlichen Anpassungsbedarf gibt und so weiter. Das heißt, man ist nicht dann, als eigentlich da schon auch Zeit für gewesen wäre, zu sagen, wir bringen das hier ein und auch umfänglich und begründet und so weiter, ist das erstmal nicht gemacht worden, ja, sondern das ist jetzt sozusagen noch quasi so unten in die Schublade mit reingelegt worden. Ne? Es ist, wie gesagt, es ist spekulativ, ja, aber das sind, wenn ich das sozusagen von außen versuche zu lesen, dann scheint mir das nicht ganz fernliegend, dass man das hier vielleicht auch im Wege des Geben und Nehmens noch so mit untergebracht hat und nicht das der Fall gewesen ist, wie man sich das wünschen würde, dass einfach eine breite Öffentlichkeit und vor allem auch eine breite Parteiöffentlichkeit gesehen hat, wir versauen es uns hier, wir versauen es uns hier sozusagen, also die Frustration
in diesem Bereich, die ist so gigantisch groß. Also du wirst das auch wahrscheinlich zur Kenntnis bekommen haben. Menschen, die sich eigentlich dann, die wollen einfach nur leben und irgendwie ihr Zeug machen, interessieren sich gar nicht so dafür. Aber die sind in einer Weise persönlich davon betroffen gewesen, auch so eine Ungerechtigkeit zu erfahren. Ja, das hat viele wirklich auf die Palme gebracht. Und das ist aus meiner Sicht auch der, neben dem wirtschaftlichen Schaden, noch ein weiterer Schaden, dass man ja sozusagen, wenn man das mal sagen darf, als deutscher Steuerbürger nicht unbedingt verwöhnt ist. Ja, und diese Regelung also da nochmal irgendwie einen Graben auch gerissen hat zwischen viele. Was jetzt dann, wie ich das auch zur Kenntnis genommen habe, dass es jetzt auch weitere Gedanken gibt zur Wegzugbesteuerung, noch, wenn wir wieder beim Thema Geben und Nehmen sind, die dann eben den Schluss, dass man jetzt irgendwie sich eines Besseren belehrt hat, was solche Regelungen angeht, eher fragwürdig erscheinen lassen. Ja, absolut. Sehe ich genauso und wir versuchen ja auf unserem Kanal eigentlich nicht zu politisch zu sein, aber natürlich genau auch diese Frustration, mit der du gesprochen hast oder die du erwähnt hast, die haben wir natürlich auch in ganz vielen Kundengesprächen erlebt und ja, entsprechend sieht man ja auch, wie sich quasi die Entwicklung jetzt quasi auch auf Bundesebene dahin entwickelt hat. Jetzt ist es ja vielleicht noch eine kleine politische Frage dazu, ohne wie gesagt da zu tief reinzugehen. Was ist deine Einschätzung? Ich weiß, es gibt ja immer mal wieder die Rufe, die Ampelkoalition sollte beendet werden, es sollten Neuwahlen oder wie auch immer Minderheitsregierung vorübergehend ausgerufen werden. Sollen wir jetzt aber doch, also jeder, der quasi hofft, dass diese Ampelregierung wegkommt, sollte der jetzt aber doch hoffen, dass bis 22. November das Ganze noch Bestand hat? Oder, weil ansonsten wird ja wahrscheinlich wieder ein relativ großes Chaos ausbrechen. Oder ist es aus deiner Sicht, sind da die Wege jetzt schon eingeleitet, sodass das unter normalen Bedingungen durchlaufen müsste? Es müsste unter normalen Bedingungen durchlaufen. Also, dass man jetzt so kurzfristig da die Reißleine zieht, würde mich überraschen. Es ist eine interessante, dann fast sozusagen staatsrechtliche Frage, wie das dann weitergeht. Wenn jetzt der Bundestag das beschlossen hat, ne, wann der dann sozusagen, aber der, das wird ja, es muss ja trotzdem weiter regiert werden, auch, ne, auch wenn jetzt die Regierung irgendwie sagt, ich weiß nicht, der Kanzler stellt die Vertrauensfrage oder ich weiß nicht, wenn man sich solche Szenarien jetzt irgendwie überlegt, dann bricht nicht alles zusammen. Das heißt, das halte ich eher für unwahrscheinlich, dass man jetzt das sozusagen aus diesem Grund der Faden noch abreißen würde. Ja. Gut, ich persönlich glaube auch nicht, dass sich was ändern wird, aber ist natürlich, alle Szenarien sind möglich, aber wahrscheinlich ist es auch müßig, sich damit zu beschäftigen, weil am Ende wird es sich eh anders dann ausgehen. Noch eine Frage, die auch aus unserer Community kam, das betrifft vor allem die Verrechnungstöpfe, ne? Wir haben da ja, man könnte ja eigentlich meinen, man zählt am Ende einfach alles zusammen, bildet eine Gesamtsumme und macht dann einen Steuerbetrag drauf, aber so leicht funktioniert es ja leider bei uns nicht, sondern wir haben ja diese vielen verschiedenen Verrechnungstöpfe. Daran ändert sich aber erstmal nichts, oder? Also nur weil jetzt die Verlustverrechnung abgeschafft wird wieder, also die eingeschränkte, an den Töpfen wird sich wahrscheinlich erstmal nichts ändern, oder? Das ist richtig. Also die sogenannte vertikale Verrechnungsmethode, also dass ich sozusagen Verluste aus Kapitalvermögen mit Gewinn anderer Einkunftsarten verrechnen kann, nicht verrechnen kann. Dabei bleibt es auf jeden Fall. Genauso, wenn man eine Stufe drunter geht bei Aktienveräußerungen, ist es genauso 20 Absatz 6 Satz 4, dass da der Verrechnungstopf erhalten bleibt, ja, und es jetzt ausschließlich um die Regelung bei Termingeschäften geht. Ja, also das ist eben die, ich sage mal so plump, die 20.000 Euro Verrechnungsgrenze, die wird abgeschafft, also sozusagen dieser innere Verrechnungskreis nochmal für die Termingeschäfte, vor allem CFD, Long-Optionen, Futures, das fällt weg und dann eben diese sogenannte Ausfall Regelung Absatz 6 Satz 6, dass man sagt, also auch bei Uneinbringlichkeit von Kapitalforderungen wird die Verlustverrechnung auf 20.000 Euro gedeckelt. Okay. Ja. Gut, dann würde ich sagen, außer du hast noch ein. Ja, um das, Entschuldigung, um das noch zu Ja, gerne. ergänzen,
dass auch da ja gesagt wird, also das ist ja eigentlich das, wo wir angeknüpft haben, dass der Bundesfinanzhof diese Vorlagefrage, die an das Bundesverfassungsgericht gemacht worden ist, die betraf ja den Aktienverlustverrechnungstopf. Also das ist so, das bleibt, also da hat man ja gesagt, da hätte man es eigentlich schon wissen können, das war ja auch einfach diese besondere Lage, dass man einen Bundesfinanzhof hat, der sagt schon, der Aktienverlustverrechnungstopf, der ist schon verfassungswidrig. Ja, lieber Gesetzgeber. Und wir legen das dem Bundesverfassungsgericht vor, das soll darüber entscheiden. Das bleibt auch anhängig. Ja. Und dann wird das aber nicht irgendwie mit Blick darauf, auch da hätte man ja schon sagen können, oh, ja, da ist sozusagen ein spezialisiertes Organ der Rechtsprechung, das sagt, das ist verfassungswidrig, gucken wir uns nochmal an oder wie auch immer. Nein, das ist dabei geblieben. Wir legen sogar noch einen drauf. Ja, wir legen sogar noch einen drauf. Wir machen es für Termingeschäft auf 20.000 Euro, machen es noch dramatischer, mit der erwartbaren Folge. Ja, auch das ist ja so, es liegt ja auf der Hand, dass dann der BFH irgendwann das wieder auf den Tisch bekommt und sagt: Leute, wir haben ja schon mal gesagt, das ist mit dem Aktienverlustverrechnungskreis, das ist schon verfassungswidrig. Was sollen wir jetzt dazu sagen? Das ist noch viel verfassungswidriger als das, was wir vorher hatten. Ja, legen wir, geben wir, ist nicht dazu gekommen. Das geben wir auch dem Bundesverfassungsgericht. Das wäre dann natürlich passiert. Und was auch wiederum sozusagen jetzt die Frage, ist man da einfach dem BFH, hat man gesagt, das ist sozusagen in der Rechtsprechung, hat sich das folgendermaßen entwickelt, deswegen passen wir das jetzt an. Das ist auch deswegen eher unwahrscheinlich, weil man es beim Aktienverlustverrechnungskreis auch nicht gemacht hat. Ne? Und da bleibt es so für alle Trader, dass 20 Absatz 6 Satz 4 anzuwenden ist, also eben Aktienverluste nur mit Aktiengewinnen verrechnet werden dürfen. Ja, ich hatte es im letzten Video so ein bisschen beschrieben, was man da auch machen kann. Ne? Diese gewünschte Gesamtsaldierung von Kapitalgeschäften insgesamt auch jedenfalls vorläufig vornehmen zu dürfen. Da kann man auch viel dran machen. Aber wir werden weiterhin auf die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts warten müssen zu den Aktien, zum Aktienverlustverrechnungskreis. Ne? Mit offenem Ergebnis. Ja, ich verstehe und mir ist gerade auch dazu noch ein Gedanke gekommen. Für uns, die auch in der Materie drinstecken, ist es ja eine offensichtliche Ungerechtigkeit, die einem da wirklich entgegenschreit. Aber ich erinnere mich noch genau daran, als dieses Gesetz, da war es glaube ich noch nicht, oder es war gerade verabschiedet und ich hatte das so eine Skifahrtruppe und dann saß man da in der Après-Ski-Bar und dann habe ich mich darüber empört. Und hatte eigentlich erwartet, ja, okay, da empören sich jetzt alle hier drüber. Und tatsächlich war genau das Gegenteil der Fall, weil vielen ist dann, wenn man sich mit der Materie gar nicht beschäftigt, und ich vermute, so geht es eben dann auch vielen Politikern, dann ist denen diese Folgen, sind denen dann gar nicht bewusst. Man sieht vielleicht erstmal dieses Beispiel, das ich am Anfang genannt hatte, 1 Million Gewinne und 1 Million Verluste. Da denkt jeder gleich, okay, der Mensch muss ja sowieso ein Konto haben, das achtstellige Summe hat und hat noch 5 Luxusfahrzeuge vor der Haustür und so weiter stehen. Aber wie du es ja auch genannt hast, es sind ja oft einfach die normalen Privatanleger, die sich eben noch ein bisschen zusätzlich was aufbauen wollen, die da tatsächlich davon betroffen sind. Und ich habe tatsächlich das Gefühl, muss man vielleicht auch einen Politiker in Schutz nehmen, weil viele Themen da sicherlich um die den ganzen Tag herumschwirren. Aber dass einfach dann solche, was es dann tatsächlich für eine Auswirkung hat, was du vor allem siehst und was natürlich auch wir sehen, dass das einfach dann im Alltagsgeschäft oftmals untergeht. Und letztendlich, das ist vielleicht nochmal ein kleiner politischer, mein Finger in die Wunde da an der Stelle. Am Ende werden ja solche Vorlagen auch bestimmt von denjenigen, die das Ganze einbringen. Und es hat ja da auch hier schon ein Geschmäckle gehabt, dass ja dann auf einmal das Gesetz wurde beschlossen, aber diese ganzen K.O.-Zertifikate und so weiter, wo ja auch eine ganze Industrie sehr, sehr gut daran verdient, die hat es ja dann doch am Ende rausgeschafft. Und das hat natürlich dann auch an der Stelle nochmal ein Geschmäckle. Absolut. Also das war auch für viele, ich habe dazu auch mal gesagt, man zieht ja an einem Strang, also auch die großen Institute, die einen anderen Hebel haben als sozusagen Privatanleger, die haben das erfolgreich abgewehrt, wenn man so will, was die Privatanleger nicht geschafft haben. Aber du sagst es völlig zu Recht. Das ist ja sozusagen, dass man sagt, man will eigentlich einen bestimmten Kreis sozusagen treffen.
nimmt den dann andererseits wiederum irgendwie aus. Und dann auch das Argument, was du sozusagen zu Beginn genannt hast, dass man sagt, es soll nicht die Gemeinschaft mit den Verlusten belastet werden. Das ist einfach falsch. Das ist einfach falsch. Es bleibt falsch. Das ist sozusagen ein Framing oder eine Nebelkerze, die da in den Raum geworfen wird, ja, weil es ja gar keine Verrechnung der Verluste gibt, auch mit anderen Einkunftsarten, ja, sondern das ist ja die Verluste, meine Verluste, die bleiben ja meine Verluste, ja, die senken ja nur meinen Gewinn. Diese Regelung, die führt ja nicht dazu, dass irgendwie die Verluste nicht mehr sozusagen umlegbar wären oder sowas, sondern das heißt ja nur, dass ein fiktiver Gewinn geschaffen wird. Also man steckt, es ist vorher ist ja schon die Regelung, es ist nämlich vorher gar nicht der Fall gewesen, dass man in irgendeiner Weise die Verluste, die man hat, sozialisiert. Ne? Und aber das klingt gut irgendwie, ne? Sagen wir so, ja, die Gemeinschaft, die trägt, darf nicht Verluste sein. Ah ja, das ist irgendwie, ne, klingt irgendwie gut, ja. Ja. Aber das ist einfach gar nicht der Fall. Ja, und das ist genau das, was der Eindruck, der dann auch bei vielen entsteht und entstanden ist, dass man einfach das Gefühl hat, da wird eigentlich irgendwie etwas einfach so durchgewunken, ne? Ohne dass man das so richtig durchdrungen hat, was das eigentlich bedeutet. Und man hat eben auf die nicht gehört, die vorher die Hand gehoben haben und gesagt haben, das wird dramatisch sein, das ist falsch. Auch, es tut mir leid, wie gesagt, ich bin auch sehr zurückhaltend, was solche. Ich bin Jurist und will mich nicht mit politischem Tagesgeschehen beschäftigen. Aber einfach von der Logik her, dass man sagt, man hat eine Rechtslage, die vom Bundesfinanzhof schon als verfassungswidrig angesehen wird und die schon beim Bundesverfassungsgericht jetzt liegt zur Entscheidung. Und dann sagt man, wir drehen die Schraube, aber noch mal 3 Zentimeter weiter rein. Ja, also was sollte denn der Effekt davon sein? Na, das fragt man sich. Ja. Und dann eben, wie gesagt, also auch Broker, Institute und so weiter, die haben dann. Der wirtschaftliche Schaden, der dadurch entsteht, ne, dass man einfach sich so massiv auch, jetzt sage ich mal, diese ganze GmbH-Industrie ist ein bisschen viel gesagt, aber natürlich auch, was da an Kosten, an Aufwand und so weiter für viele entstanden ist, sich da anzupassen und so weiter. Alles am Ende des Tages für die Katz, wenn man so will. Das stimmt. Man wird wahrscheinlich, es wäre natürlich eine super spannende Zahl, mal zu wissen, was jetzt die Gesamtsumme war, ne? Was hat der Staat jetzt mehr eingenommen durch diese Worst-Case-Fälle, ne? Was ja letztendlich zu einer Mehreinnahme geführt hat. Was hat er aber dadurch vielleicht verloren, weil entweder die Leute in steuergünstigere Strukturen oder ins Ausland gegangen sind oder einfach aufgehört haben zu traden. Ich denke wahrscheinlich, das wird uns wahrscheinlich niemand mehr final beantworten können, aber es wäre natürlich extrem spannend, auch mal zu wissen und natürlich noch diese ganzen wirtschaftlichen Schäden bei den Instituten, beziehungsweise der ein oder andere hat natürlich damit auch gutes Geld verdient, dass jetzt vielleicht auch Leute eine GmbH haben, wo man sagt, okay, das hätte es jetzt vielleicht eigentlich nicht gebraucht. Ich würde gern zum Abschluss nochmal, du hast es vorhin ja schon mal erwähnt, kommen auf einen Punkt, der wahrscheinlich vielleicht, wir wissen es alle nicht, aber vielleicht war das ja so einer der Deals, die getroffen wurden, dass diese 20.000er-Regelung weggefallen ist. Und zwar ist es ja jetzt die Änderung zur Wegzugsbesteuerung, die ja jetzt auch in diesem Jahressteuergesetz drin ist. Und ich zitiere sie jetzt mal hier, dass sinngemäß zitiere ich sie, dass unmittelbar oder mittelbare Investmentanteile an den Investmentfonds gehalten werden, deren Anschaffungskosten mindestens 500.000 Euro betragen, also für eine Privatperson. Kannst du zu diesem Thema noch was sagen und wie ist deine Einschätzung dazu? Und haben wir jetzt quasi vielleicht hier, das ist sicherlich natürlich erstmal ein Thema, wo man sagen kann, okay, das betrifft ja eh fast niemanden, aber es ist ja auch häufig so, wenn so ein Gesetz erstmal drin ist, dass so eine Grenze dann auch mal schnell angepasst ist. Also es könnte ja dann schon auch einen größeren Rattenschwanz in der Zukunft mit sich sehen. Wie ist da deine Einschätzung dazu? Also, ich teile deine Einschätzung. Ja, es ist ja so, dass die Wegzugbesteuerung nach dem Außensteuergesetz dann greift, wenn ich an Kapitalgesellschaften beteiligt bin, also Gesellschaftsvermögen habe und dann ins Ausland gehe. Und dann kommt es zu einer fiktiven Besteuerung der sogenannten stillen Reserven, also der Wertzuwächse dieses Gesellschaftsvermögens, ne, was dann als veräußert gilt und ich dann besteuern muss.
Und jetzt ist das eine Neuerung, dass eben dieser Wert sich nicht, das ist nämlich der Anschluss jetzt an deine Frage, sich nicht sozusagen prozentual an irgendwie einem, könnte ja auch eine prozentuale Beteiligung an einem, an Aktien sein, an einem Unternehmen, in sonstigen Größenordnung, sondern dass man sagt, das ist jetzt betragsmäßig in Euro erfasst, was dann genau diesen Eindruck erweckt, ne? Dass man sagt, das ist was, sagen wir jetzt 500.000 und dann in 2 Jahren sagen wir vielleicht 200.000 Euro, was ich sag mal so, ja, du sagst 500.000 Euro, ne? Das ist schon ganz stattlich, was da betragsmäßig jetzt genannt wird. Das ist eher ein wahrscheinlich kleinerer Kreis von Menschen, die das betrifft, aber mit diesem K-Wert, das lässt sich dann auch ändern. Und zum anderen ist es ja so, dass für Menschen, die jetzt vielleicht aus verschiedenen Gründen privat sehr stark vorsorgen wollen oder müssen, das sozusagen auf Leben gesehen, jetzt vielleicht dann doch gar nicht so viel ist. Ne? Man sagt also, man spart jährlich, monatlich irgendwie ein, in einen großen ETF, ja, MSCI World, ich weiß es nicht, ja, S&P, sowas. Und dann wird man also hier gehalten. Ne? Das kann ja nur der Zweck sein. Und ja, schwierig darüber zu reden, auch wieder an der Stelle, ohne dann doch politisch zu werden, ne? Dass eigentlich die Lehre aus solchen Sachen immer gewesen ist, wenn man es mit Zwang versucht, sozusagen Menschen irgendwie national zu binden, das geht eigentlich schief. Ja, aber hier versucht man es trotzdem wieder. Und ich glaube auch, dass es ist jetzt, das ist Spekulation und meine private Meinung dazu, aber ich höre das schon, dass Menschen, die jetzt davon betroffen sein könnten, auch regelmäßig sich mit dem Gedanken tragen, was eben überhaupt die Situation, das ist dann wieder sozusagen die Rückkopplung auch an 20 Absatz 6 Satz 5, ne, dass sie sozusagen als Kapitalanleger sich mit der Situation, inländischen Situation nicht abfinden wollen und deswegen andere Wege suchen und dass das jetzt wieder ein anderer Versuch sein könnte, diese Menschen dann hier irgendwie zwanghaft zu binden, wenn man so will. Und ich halte davon nichts und glaube, dass das schief geht. Ja, also der Freiheitsbegriff wird da auf jeden Fall gedehnt und ich meine, das ist auch natürlich jetzt ein hypothetisches Szenario, aber wir hatten es ja vorhin schon so angedeutet, es wird halt vor allem wahrscheinlich wieder diejenigen treffen, die ja wahrscheinlich dann eigentlich auch zu klein sind, um und vielleicht dann auch nicht das Netzwerk haben, um sich dann selber irgendwie Auswege dazu zu suchen. Sagen wir mal, vielleicht jetzt der Handwerker, der nicht in die Rentenkasse einzahlt, als Selbstständiger, sondern einfach sagt, okay, das macht doch Sinn, da tue ich jetzt jeden Monat, was ich übrig habe, packe ich jetzt hier in den ETF hinein und später, ja, möchte ich einfach in der Sonne leben und möchte vielleicht das Land verlassen, jetzt gar nicht aus Boshaftigkeit, sondern weil es einfach meinem Lebensstil entspricht. Und ja, der wird dann natürlich hier in der Freiheit zumindest auf jeden Fall sehr, sehr stark eingeschränkt. Und derjenige, der sowieso da ausgefuchster ist, der vielleicht internationale Strukturen hat, der auch die richtigen Berater und so weiter hat, der wird seinen Weg immer finden. Und das macht es dann eben natürlich nochmal ungerechter. Und dann betrifft es ja, man sieht hier die 500.000 Euro, betrifft eh nur die Großen. Und meistens ist es ja so, die gerade die betrifft es ja dann nicht, sondern es ist ja dann irgendwo, das sieht man ja auch bei der normalen Steuer, es betrifft halt leider meistens dann eben den normalen Mittelstand, dem es dann so verkauft wird. Wir tun was, damit es euch besser geht. Aber jetzt möchte ich mich politisch, sonst Nein, nein, geht der war Puls zu hoch. genauso ist es. Genauso ist es, ne? Das ist jemand, der dann 30 Jahre hart gearbeitet hat dafür, sozusagen so ein Ruhepolster sich zu schaffen und der dann davon betroffen ist und der die Welt nicht mehr versteht. Ne? Das sind halt dann auch die Geschichten, die ich dann manchmal höre. Ich, mein Leben lang, ne? Und so weiter. Und das verstehen die nicht. Ne? Und ja, seh das genauso. Ja. Genau. Okay, Fabian, dann möchte ich mich an der Stelle in meinem Namen, im Namen von Alex und vor allem auch unserer ganzen Community herzlich bedanken, dass du uns wieder deine Zeit geschenkt hast und mal das Ganze auch fachlich
wirklich hier wieder auf den Punkt gebracht hast. Wir verlinken natürlich auch wieder deinen Kontakt darunter. Ich sag mal so, gerade zu dem Thema 20.000er-Regelung, hoffen wir jetzt eigentlich im Allgemeinen, dass sich da gar nicht mehr so viele Leute melden werden, weil dieses Thema hoffentlich sich von selber erledigt hat. Aber man weiß ja nie, welche Themen es vielleicht da noch geht. Und habe da auch sehr gutes Feedback von dem einen oder anderen schon gehört mit deiner Arbeit. Deswegen vielen Dank dir für die Kompetenz und deine Zeit. Und möchtest du zum Abschluss noch was sagen oder verabschieden wir alle in die restliche Es ist Woche? noch nicht am Ende, ja, aber am Ende wird alles gut. Ich habe vielleicht unter Umständen noch die ein oder anderen Wettschulden einzulösen, wenn das jetzt entsprechend beschlossen ist. Deswegen kann uns das ja erstmal auch bei aller Kritik, die man haben darf, jetzt positiv stimmen. Das ist in jedem Fall für Privatanleger eine sehr positive Entwicklung. Alles klar. Vielen Dank dir. Grüße Gerne. Und bis bald. Bis bald. Ciao.